Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und wieder ist ein Interviewpartner zu uns gekommen, nämlich der Sieger der Einlaufprüfung bei den Youngstern. Gerade eben Wolfgang Oetschmeier die Prüfung gewonnen. Wolfgang, Interhaus in Graz, sag uns deine ersten Eindrücke hier von dieser Veranstaltung. Erstmals danke für die Gratulation. Erste Eindrücke, also man muss dem Veranstalter gratulieren. Er hat was auf die Welt gestellt. Also muss man sich zuerst mal trauen und das Ganze durchziehen. In der jetzigen Zeit sowieso, so ein bisschen mit der Wirtschaftskrise, aber Hut ab. Jetzt hast du gerade mit einem 6-Jährigen alle 7-Jährigen geschlagen. Duc de Revel ist ein belgischer Hengst, soweit ich weiß. Du hast ihn ungefähr ein Jahr unterm Sattel. Hast du gedacht, der ist schon so weit, der kann hier gewinnen? Gut, ich kenne das Pferd schon ein Jahr. Ich habe den selber ausgebildet. Wir haben ihn 2,5-jährig gekauft, habe ihn 3-jährig unter den Sattel genommen, habe ihn selber ausgebildet. Also zu dem Pferd noch dazu. Also er hat eine riesige Einstellung und er ist noch vorsichtig dabei. Also ich habe eigentlich gar keine Angst, wenn ich zu den Stangen hingaloppiere, dass das passieren könnte. Jetzt werden wir dich die nächsten Tage sicherlich mit ihm nochmal sehen. Hast du noch weitere Pferde dabei? Ich habe noch einen 8-Jährigen mit dabei, da habe ich in der ersten Prüfung einen Fehler gehabt. Und noch einen, meinen guten, den Royal King of Darkness, ist dann jeder bekannt. Also ich werde es probieren, die nächsten Tage mitzumischen. Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen kundig gemacht. Im Jahr 2008 hast du in Österreich eine Serie gewonnen, die nennt sich Casino Grand Prix. Wie ist denn die bisherige Saison 09, die ja jetzt fast vorbei ist, für dich und deine Pferde gelaufen? Ja, im ganzen großen Rückblick auf diese Saison habe ich sehr positiv abgeschnitten. Ich habe einige 3- und 4-Stern-CSI besucht mit großen Erfolgen in großen Preisen. Also ich habe auch viele andere Pferde noch zu Hause zum Ausbilden. Also eigentlich, ich bin groß und ganz zufrieden für die Saison. Wir sind natürlich auch sehr zufrieden. 2 Prüfungen hier in Graz, 2 österreichische Siege. Ich denke, du bist unserer Meinung, so kann es weitergehen, auch für die nächsten Tage. Und dann machen wir das einfach so, wir drücken dir für deine nächsten Auftritte hier in Graz ganz, ganz feste die Daumen und sagen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Meine Damen und Herren, ein sympathischer Sieger, Wolfgang Oetschmeier. Ich bin mir sicher, wir werden noch das eine oder andere Mal hier mit ihm sprechen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.